Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Challenge-Video. Dieses Mal zum Thema Schlüsselanhänger. Und ich möchte euch diesen kleinen Schlüsselanhänger mit der Troddel und dem Bommel zeigen und den Perlen. Und wie das Ganze funktioniert und was ihr dafür braucht, sage ich euch jetzt. Für diesen Schlüsselanhänger braucht ihr als erstes natürlich Wolle. Ich habe hier zwei verschiedene Farben. Die haben beide ungefähr eine Dicke von 3 bis 5. Ihr könnt auch dünnere oder dickere nehmen, das ist eigentlich grundsätzlich egal. Ihr könnt auch mehr Farben verwenden und die Farben gleichzeitig aufrollen, dann bekommt ihr noch so Farbeffekte da drin. Das ist ganz variabel, also wie ihr mögt. Ich benutze wie gesagt die beiden. Dann braucht ihr einen Schlüsselring, wo ihr das Ganze dann mit dem Schlüssel verbindet. Und ich benutze zusätzlich noch Perlen. Ich habe hier diese Buchstabenperlen. Ihr könnt natürlich auch jegliche anderen Perlen benutzen oder das Element komplett weglassen. Auch natürlich total variabel, wie ihr es gerne haben mögt. Dann habe ich hier Klebe, um die Knoten zu fixieren und eine Schere. Und natürlich die Gabel, um die Troddel und den kleinen Bommel zu machen. Und dann geht's auch schon los. Als erstes schneide ich mir ein Band von ca. 40 cm ab. Das ist das Band, was nachher in der Mitte liegt, was das alles zusammenhält und nachher mit dem Schlüsselring verbunden ist. Und das ist auch das Band, an das die Troddel drankommt. Und dafür lege ich das Ganze parallel zur Gabel, um dann die Troddel zu machen. Ich mache die Troddel in der gleichen Farbe. Und dafür wickele ich einfach die Wolle immer um die Gabel herum. Und auch um das Band natürlich. Dadurch liegt das Band nachher in der Mitte und hält das Ganze zusammen. Also einfach immer rumwickeln und wenn ich das gleich fertig gewickelt habe, geht's weiter. So, ich habe hier jetzt einiges gewickelt. Ihr seht ungefähr die Dicke, so fast Fingerdicke. Und ich habe hier das Band nochmal gleichmäßig gezogen. Wenn das Ganze ein bisschen verrutscht ist, achtet auf jeden Fall darauf, dass das Ganze gleichmäßig ist. Dann nehme ich einen Faden der anderen Farbe und binde den einmal drum. Dafür nehme ich den von hinten einmal hier unten durch. Und dann hier hinterher. Alles auf Höhe der ersten Zinke. Und binde das Ganze richtig gut fest. So, dann habe ich hier oben, wie noch gesagt, noch die anderen Fäden und die binde ich auch einmal fest. Auch da einfach einen Doppelknoten drauf machen. Dann kann ich das Ganze abziehen und dann wird hier unten der Teil aufgeschnitten. Einfach einmal mit der Schere durch. Aufschneiden, gucken, ob ich alle erwischt habe. Ja, sieht gut aus. Man kann das auch noch direkt auf der Gabel selbst machen. Und dann so ein paar kleine Schönheitskorrekturen. Hier ist einer zu lang, den kürze ich noch. So. Und dann kommt hier auf das Knötchen ein kleiner Tropfen Sekundenklebe. Um das Ganze gut zu fixieren, dass das nicht wieder aufgeht. Und dann schneide ich beide Enden einfach ab. So, das ist meine kleine Troddel unten. Und hier schneide ich auch den Endfaden von der Wolle noch einmal ab. Das ist der Anfang des Schlüsselanhängers.
Und da kommen jetzt die Buchstaben drauf. Um die Buchstaben aufzufädeln, benutze ich hier diese Einfädelhilfe. Das geht ganz gut damit. Es ist halt super praktisch, weil man nicht ewig rumfuddeln muss, bis man die Wolle dann tatsächlich da durch hat. Wenn ich die Buchstabenperlen drauf habe, mache ich noch einen Knoten, damit die einfach nicht verrutschen können. So, und dann geht es weiter mit dem zweiten Bommel, beziehungsweise mit dem richtigen Bommel, das hier ist ja eher ein Troddel. Und den mache ich auf der Gabel. Dafür nehme ich wieder die Wolle, dieses Mal die schwarze mit den bunten Punkten, und wickel die einfach um die Gabel herum. Der Bommel hat gleich ungefähr die Größe des Durchmessers der Gabel. Und ich mache dafür erstmal einen Knoten noch hier in den Schlüsselanhänger selber. Ungefähr hierhin, also die Hälfte des Durchmessers. Damit das Ganze ein bisschen Abstand zu den Perlen hat und nicht genau auf den Perlen drauf liegt. So. Dann gehe ich mit einem der Bänder unterhalb des Troddels her. Und mit der anderen Seite vorher. Und mache dann wieder einen festen Doppelknoten in die Mitte. Ihr seht, ich bin einfach einmal jetzt um den Troddel rumgegangen in dem Platz zwischen den mittleren Zinken. Hier die Rückseite und dann richtig festziehen. Und einen Doppelknoten. Und dann schneide ich mit der Schere beide Seiten auf. Und schiebe das Ganze von der Gabel runter. Rolle das Ganze so ein bisschen in den Händen, dass es sich so aufplust hat. Und habe dann hier meinen Bommel. Den schneide ich auch noch ein bisschen zurecht, dass er noch ein bisschen runder wird. So ist er noch so ein bisschen eierig. Und zum Abschluss verbinde ich das Ganze jetzt noch mit dem Ring. Da mache ich auch einfach wieder einen Knoten. Und dann ist der Schlüsselanhänger auch schon fertig. Da kommt auch wieder ein Tropfen Klebe drauf. Und dann schneide ich einfach die beiden Stränge noch ab. So sieht das Ganze dann fertig aus, hier mit der DIY-Schrift. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und dann schauen wir, was wir nächste Woche für ein Challenge-Thema haben. Gut, dann ziehen wir jetzt das Thema für die nächste Woche. Und ich nehme diesen hier raus. Oh, ein langer Zettel. Soll ich dir helfen? Ja, genau, hilf mir. Das Thema ist Geschenke einpacken. Das ist ein schönes Thema, mache ich sehr gerne. Ja, das liebst du, ne? Das liebe ich. Also ich mache das auch ganz gerne, aber ich glaube, du noch viel lieber als ich. Also ich freue mich sehr darauf und ja, dann seht ihr nächste Woche die Ergebnisse dazu. Vielleicht sind das ein paar Anregungen für euch für die nächste Geburtstagsparty, wie man ein Geschenk verpacken kann.
Ja, und sonst, wenn ihr noch Ideen habt, welche Begriffe wir sonst noch so hier in unser Glas werfen sollen, schreibt uns das gerne. Ja, dann kommen die einfach hier noch mit rein und vielleicht werden sie dann auch demnächst mal gezogen. Genau. Ja, sonst schaut auch unsere anderen Challenge-Videos, unsere vielen anderen Bastel-Videos auf dem Kanal. Abonniert unseren Kanal, falls ihr noch nicht abonniert habt. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Tschüss. Tschüss.